So, da sind wir wieder zu unserem Let's Play Together Tomb Raider The Last of Legend. Und wie Laras Haare in der Wind weht, ist das nicht fantastisch? Wunderschön. Ja. Ich habe mir gerade die ganzen Videos durchgesehen, während sie mit ihrem Vater telefoniert hat. Und dabei ist mir was auf. Dabei ist mir was aufgefallen. Wenn ich das Menü aufrufe, dann habt ihr oben so einen wunderschönen kleinen Bildschirm und dann geht das ganze Bild erst wieder bei euch ganz. Tut mir leid, werde ich nicht ändern können. Aber dafür sind die Cutscenes besser. Yippie. Als wenn ich jetzt mit Fraps aufnehmen würde. Weil mit Fraps, da müsste ich dann die Cutscenes kurz stoppen vor der Cutscene und dann, das schaffe ich ja nie rechtzeitig. Weil sonst ist die Cutscene ins Negative gekehrt. Und das ist total Genau wie Lara jetzt eben. schlecht. Und deswegen ist diese Aufnahmetechnik echt ganz gut. Also ich zeige euch daraus, wie ich es aufnehme. Und zwar, ich spiele es einmal im Fenstermodus und nehme es auf mit Camtasia. Deswegen seht ihr auch die ganze Zeit einen epischen Hintergrund. Also an der Seite. So ein bisschen. Ja, genau. Sorry Leute, wenn ich ein bisschen gequält klinge, aber ich hatte nicht so ein nettes Gespräch mit meinem Vater. Wir haben uns gestritten. Ja. Mein Es ist Vater war. halt so, wenn die Eltern nie einsehen wollen. Ja, echt mal. Oh, Und ist auch der süß. Gegner hier will auch nicht einsehen, dass er gegen mich keine Chance hat. Ja, wie die auch. Die sind noch schlimmer als Eltern. Nee, Eltern sind schlimmer als die. Meine Mutter ist nicht so. Meine Mutter ist gut. Böser Kapo, ganz böser. Sie haben dich aufgeben. Schlimm ist ja, wenn mich einer beißt, gell? Entweder dann so einen schwabbigen Bildschirm aushalten und ihr beschwert euch dann alle oder sofort heilen. Aber das mache ich dann nie, wenn mich einer beißt. Also ich krieg dann immer so ein komische Kopfschmerzen. Hey, da sind wieder Fackeln drin, die brauche ich. Nicht wirklich, aber egal. Ach, besser mehr als keine. Vermisse noch eine Gabion. Da. Seht ihr, die haben Bumm und Skorpione haben sich jetzt schon so gut verstanden, dass sie sich jetzt schon gegenseitig vermissen. Deswegen kommen die Skorpione immer zu Lara, um sie zu umarmen. Aber leider zwicken die Skorpione Lara immer so ganz leicht und deswegen wird sie vergiftet. Tut ihr nachher aber auch leid, aber Lara ist dann so sauer, dass sie sie abknallt. Also das ist nicht Bumm. Das ist Lara. Sie kotzt selber. Genau. Bumm trauert schon um sie. Nö, nicht wirklich. Deine besten Freunde, wie kannst du nicht um die trauern? Hallo, sie vergiften sogar mich selber. Tja. Ja, das tun die eben nicht Und ich mit. habe nicht so wie Lara ständig ein Medipack dabei. Und finde es mitten auf der Straße. Oder wie zum Beispiel hier mitten auf der Straße Munition finde. Habe ich die schon aufgehoben? Und ich finde das ja auch sehr verblüffend, so 1000 Jahre alte Vasen stehen da immer noch unversehrt und da drin. Munition, die 1000 Jahre später entwickelt wurde. Das ist auch immer sehr interessant. Aber Putzi, ich hab doch eine Uzi dabei, warum schießt ihr nie mit der? Böse. Die hebst du dir auf. Menno! Ja. Das ist meine Lieblingswaffe! Ja, du wartest. Du Ja, wartest, Fräulein. Du wartest. Du wartest. und du wissen, Nee, wie. wie wär's? Du machst jetzt erstmal bis dahin, bis neue Gegner kommen. Und wenn diese neue grünen Gegner kommen, dann darfst du sie benutzen, okay? Also Skorpione erledigst du jetzt mit den Pistolen. Okay? Die Skorpion ist sowieso mit Pistolen erledigt. Ja, aber du wartest jetzt noch ein bisschen mit den Uzis. Was ich so doof finde, dass man die Waffen gar nicht zerstören kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die anderen kannst du zerstören, weil sie. Ja, schau da halt, noch auffälliger hin.
Ich weiß nicht, dass es da lang geht. Nein, ich bin doof. Okay. Aber, naja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. War es wichtig? Ach, egal. Ja, ach, okay, jetzt weiß ich wieder. So. Und sagst du mir, die war. Wie mir der Block einfach nur im Weg stehen kann. Das ist doch unglaublich. Es ging um die Vasen. Und zwar, die einen Vasen kannst du kaputt schießen, wo überhaupt keinen Sinn macht, dass du die kaputt schießen kannst. Und bei den anderen, kannst du so oft drauf schießen, wie du willst. Obwohl die Vasen eigentlich genauso aussehen. Nein, sie haben nur ein anderes Muster, weißt du? Voll logisch. Aber wir sind schon ganz schön weit, ne? Also wir sind jetzt bei Part 5, ne? Richtig. Also wenn wir jetzt schon hier in Karnak sind und es ist schon erst Part 5, sind wir ganz schön weit. Ja, Kido muss Ja, wir daran sind. denken, dass die 30 Minuten lang aufnehmen, aber trotzdem sind wir schon weit. Ja, aber trotzdem, wir sind ganz schön weit und wir sind ganz schön schnell gekommen. Er gesagt, ich spiele ja, ich kommentiere nur und du kommentierst mit. Ich bin halt eine gute Tomb Raider-Spielerin. Wie oft will ich die Schrotflinte noch finden? Das habe ich sie Auch schon keine zum Ahnung, vierten Mal Karnak. gefunden. Oh ja, die ist doch in jedem Level drin, glaube ich. Also auf jeden Fall in jeder Abteilung. Also Training, so. Oh, ich weiß auch, wo ich lang Diesen muss. Raum. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse diesen Raum. Ich hasse ihn. Sorry, ist so, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach nur. Ich hasse diesen Raum. Episch. Das ist witzig, alles was ich sage ist episch. Nee, was du immer reinschmeißt. Ich hasse diesen Raum. Och, ich liebe das Level so. Ja, du musst nicht Auto fahren. Nein. Das war auch so episch. So, und hier vor dem Wasser werde ich nochmal schnell speichern. Sieh Weil. hier, das ist meine vorbildliche Let's Playerin, die speichert auch. Okay. Nee, weil da gibt es nicht ein Geheimnis. Das ist sowas von Kacke zu holen. Also es ist einfach zu holen, ne? Aber damit da wieder rauszukommen, das ist Kacke. Ist das vielleicht so ein Wasser Slalom Parcours? So kann man es nicht sagen. Mach doch mal die Tür auf! Soll ich wegen dir nochmal auftauchen? Böses Mädchen. Vorsichtig. Ja, weil mir sonst die Luft wegbleibt für das Geheimnis. Das ist so kacke. Und ich möchte das Geheimnis haben, denn dort gibt es übelst krasse Munition für meine Armbrust. Explosion? Ich denke schon. Ich habe jetzt nicht gespoilert, weil die hier. Ach so, das Geheimnis! Das ist Ah, einfach das nur kenne Kacke. ich. Das kenne ich. Das kenne ich. Zwar ist es hier durch diesen Spalt durch. Kommen. Vielleicht so wie ich ja. Gut. Ja, mach mir doch keine Angst. Hörst du mal auf? Hallo? Darum sollst du da durchschwimmen. Gut. Ich hasse dieses Geheimnis. Boah, nee. Hier ist auch noch ein Geheimnis. Das habe ich nicht vergessen.
Ey, ich muss mehr trinken, ich krieg Kopfschmerzen. Oh, das sollte ich auch mal wieder tun, aber ich mache es gerade die ganze Zeit nicht. Lara, nicht in da. Nicht im Boden feststecken. Okay, in den nächsten 20 Minuten kannst du wieder was trinken. Und hier komme ich nicht weiter. Juhu, als wieder zurücktauchen. Alles nur wegen Nein, dem. das. Ach nee, das ist Da der. war mein Geheimnis drin. Ich würde da nicht nochmal reintauchen. Sorry! Sorry, okay? Du Kein bist ja Problem. voll sauer. Brauner? Ja, Okay. so. Jetzt könnte ich mir Weil so Lara. vorstellen, wie ich ein Kerl wäre. Oder ein Pferd. Ganz ruhig, Brauner. Alles wird wieder gut. Meine Mutter hat immer, wenn ich mir aufrege, sagt immer, ruhig. Da musst du mal zu ihr sagen, ich bin kein Pferd, Mutter. Mutter. Vergiss das. Mutter, ich bin kein Pferd. Mutter, kannst du mir was zu trinken holen? Mutter, kannst du mir was zu essen holen? Mutter, steckst du die CD ein? Vergiss Mutter, das, vergiss das, vergiss das. Mutter. Mama. Jetzt muss ich lang. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das eine Tür, das weiß ich. Ja, aber das führt zum nächsten Level und da bin ich noch nicht. Warum, wo muss die Bumm jetzt lang? Die Bumm hat die Orientierung verloren. Yay. Könnte ja auch ganz böse sein und Nein, rückwärts. nein, gescheatet wird nicht. Nein, gescheatet nicht, aber gelöst. Ich hab's schon gefunden. Nee, doch nicht. Ich hab's gefunden. Ein Loch. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Keine Panik, ich hab doch den Weg gefunden. Siehst du, ich brauch kein nächstes Buch. Nein, hier war ich schon. Episch. Hier war ich schon. Seht ihr, Leute? Sie hat ihn doch nicht gefunden. No. Ich hasse diesen Abschnitt. Wo war das? Peinlich. Nein, nachgesehen wird immer noch nicht. Nee, da ist nichts. Nee, da rein ist das auch nicht. Da muss ich bestimmt wieder darüber hüpfen. Denn eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Ja, nee, ist klar. Ist noch eine Rutschpartie hier. Ich weiß, dass man wieder rüberkommt. Wollt ihr mich verarschen? Ich nicht. Okay. Gut, zurückgehen kann ich auch nicht mehr. Pff, ja, wenn man falsch zurück will, dann kann man auch nicht zurück. Egal. Vergessen wir die letzten 5 Minuten. Und rechnen hier wieder mit Skorpionen. Jetzt, wo sind sie denn? Wetten, es beißt mich dann gleich einer. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, ich hab dich. Wo bist du? Aber es war nicht der Hinter Einzige. der Mauer. Ich wette, da kommt, ich wette, da kommt jetzt irgendwo, wenn du das hochlädst, ein Kommentar, wo steht, diese Stimme im Hintergrund, in Klammern, Unicroft, nervt. Das wäre mir dann sowas von Piepwurst, weil dann dieser Kommentar sofort gelöscht wird.
Fertig. Warte. Ja. Die nicht toll. Ja, wer auf meinen Kanal geachtet hat, der wird schon merken, was da abläuft. Da ist ein Skorpion unten. Das sind sogar zwei. Oder doch nur einer? Ach, egal. Einer. Aber er hat mich noch nicht gebissen. Hahaha. Okay, lassen wir das. Okay, übertreib mal nicht, Lara. Mit deinen ganzen Seitwärtssprünge hier, Seitwärtssprünge da. Ich sehe dich. Ist er schon tot? Du siehst ihn hellbären. Ach so, ist das schon vorbei. Ja, er ist schon tot. Das Epische ist vor allem, sie kann sich nicht beschweren, dass sie Bildverzögerung vor Augen hat, weil das flüssig bei ihr läuft. Ja. Es ist schön, so das Tomb Raider-Spiel zu sehen und außenrum so dein Bildschirm, da kann ich mal sehen, was da alles hat. Das geht jetzt aber niemandem was an. Und das, da spreche ich dich jetzt auch nicht. Also was du hier hast, das spreche ich dich ja jetzt auch nicht im Video auf. An, auf, ich spreche dich auf. Ja. Du sprichst, du ziehst mich damit auf, was ich da alles so dran, dass ich das so alles hab. Ja, eins. Nee, zwei, drei. Drei, warte. Ich sehe jetzt erst drei. Vier, fünf. Fünf, warte. Ich habe einfach den ganzen Rand vollgestopft. So. Ja, fünf Dinger habe ich auch. Ah. LPA wissen, ne? Gut. Setzen wir schon mal eine Vase ein, die wir schon bei uns haben. Hallo? Hallo? Was? Weg, weg. Boah, Lara! Ah! Dann nimmt man eben die andere Statue. Meine Fräse. Lara ist aggressiv geworden. Die ist jetzt. Ja, genau, da ist noch eine Katze. Da muss auch da die Katze hin. Da muss sie wahr sein. Das eigentlich ein Adler ist, was ich überall rumgeschickt bin. Ah, die Tür. Hat sich geöffnet. Wow. Genau. Aber durch die Tür gehen wir noch nicht, denn als alles, das brauchen wir noch die zweite Vase. Juhu. Ach ja, wo geht's da denn nochmal hin? Warte, ich krieg's raus. Ich krieg's raus, nicht sagen. Ich krieg's raus. Ach Ich krieg's nein. raus. Ach nein. Bitte nicht. Weil das ist, was ich vermute. Ist das das, wo ich dich gestern drauf angesprochen habe? Mit diesem, das gibt es auch in der Realität. Das sind wir kurz davor. Achso. Ja, seht ihr, sie weiß sofort, was ich meine. Das ist mal typisches Keyword. Da kann einer mit mir 5 Stunden labern und ich weiß nicht mehr, was der vor einer Minute zu mir gesagt hast. Also halt am ganz am Anfang von einer Minute, was der zu mir gesagt hat. Und das findet der immer so Großes gruselig. Gehirn. Großes Gehirn. Nö, wenn ich es wichtig, wenn ich es so wichtig halte, merke ich es mir einfach. Ich sag nur, man kann mich sogar heute noch über den allerersten Harry Potter-Film ausfragen. Gut, erste Szene. Was ist passiert? Hallo? Sind wir da ein Ja? Harry Potter Let's Play? So nebenbei, so wir sprechen jetzt, genau, warte, das ist Lara, genau, Lara war auch auf Hogwarts, Zaubern verlernt, sie war gleich befreundet mit Harry, Ron und Hermine, und hat
hat auch im ersten Teil hat sie ihnen auch geholfen, den Stein der Weisen zu finden. Bloß, das wurde alles rausgeschnitten, wo sie vorkam. Alles, worum es ging bei ihr, wurde rausgeschnitten in dem Film. Ja, Lara ist auch nebenbei beruflich Schauspielerin, natürlich. Ja. In Wirklichkeit ist sie die Nichte von Sirius Black. So. Alles klar, wir rutschen jetzt einfach darunter und speichern aber zuerst. Nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Neues Level! Ist das Level? Ist das das Level? Ist es das? Ist es das? Ich will noch nicht spoilern. Ich will erst, wenn die das sehen. Wenn die das sehen. Nein, die große Ach ja, weißt du, was hier kommt? Ach ja, hier kommen erst noch Skorpione. Beinahe hättest du gespoilert. Also groß. Hä? Skorpion? Skorpioni, du bist. Ich weiß, dass du noch lebst. Und ich weiß, dass es hier einen zweiten gibt. Zeig dich! Gut, dann will ich es mir merken, wenn du mich beißt. Siehst du das? Ich wusste, dass der kommt. Wusste ich auch. Aber er wollte mir einfach nicht auftauchen. Böse. Begrüßt man so seine Freunde gleich auf sie schießen? Muss ich nicht wundern, dass auch noch die anderen auf dich schießen. Also echt mal. Hallo, der rennt da auf mich zu und will mich beißen. Soll ich da einfach Gnade walten lassen? Sogar begrüßen und umarmen. Jetzt schmatzt er auf die Backe. Ja, nee, ist klar. So begrüße ich auch meine Freunde auch immer. Die sind alle ganz froh, als wenn sie vergiftet sind. Und am Ende stehe ich dann ganz alleine da. Dass du daran glaubst. Also, enttäuscht von dir. Nein, okay, Scherz. Baller die ruhig ab. Ja, Leute, denkt euch nichts dabei. Das ist bei uns immer so. Ich wollte mit Anlauf hüpfen. Was mache ich? Ich hüpfe gleich. Ich sehe nichts mehr. Hey, ich mache eine Fackel an, um Fackel zu bekommen. Ist das nicht episch? Yeah. Okay. Ach nein, jetzt kommt dieses ganze Part hier. So. Ja. Das war's, der Satz ist zu Ende. Hä? Ja, ich sag so, ach ja, und du so, ja, so als ja kommt noch was und ich so, der Satz ist zu Ende. Ah. Und ah, jetzt geht Wo sind meine Skorpione? jetzt vermisst er sie, was? Hallo, da kann ich jedes Mal im Moment beißen. Hier liegt nichts mehr. Gut, dann lass uns runterfallen. Sind sie! Jetzt alle klatschen. Tschüssi! Nun alle klatschen. Ich höre es schon. Oh Gott. Aua. Kopfschmerzen. Ei.
Deswegen bin ich auch heute so crazy. Goofy. Kopfschmerzen? Ja, genau, ich habe Kopfschmerzen. Hey, da liegt noch Munition! Schlimm. Wer hat die da wohl hingepackt? Ja, echt mal. Das ist schon seit tausenden von Jahren verlassen und da liegen hochmoderne Munition. Also das mit diesen Pfeildingern, das hätte ich ja noch verstehen können. Aber nein, nur das. Nee, das bringt mir nichts. Jetzt muss ich die Frage, wo geht es wieder weiter? Auf einmal nochmal da. Dieser Weg bringt nichts. In eine Sackgasse hast du zu kommen. Yay, eine Sackgasse. Da freut sich die Menschheit. Au. Und da auch. Bye. Tara muss ja immer wieder gegen die Wand rennen. Sie muss ja immer wieder Hallo sagen. Wenn sie die Wand Ja, nicht das begrüßt, wird sie gewinnen. Lama und die Wand sind als Kumpels. Das kann jedes Let's Play beweisen. Bildlich und tonhaft. Sie sagt, das heißt auf Wandsprache Hallo und die Wand, die schweigt, das, weil sie ja nicht sprechen kann. Sagt die theoretisch auch Hallo, aber sie schweigt ja, weil sie nicht sprechen kann und wenn sie sprechen könnte, Ach wer schlechter. nein, nein. Jetzt kommt so ein Abteil, der einfach nur doof ist, doof gemacht ist, was Darf auch. die Tina kommen? Nehmen wir den ersten Gegner. Hä? Ach nein, jetzt kommt das Lustig ist natürlich. das mit den Ninjas. Da kommt Nein, doch da kommen keine keine Ninja. Ninjas. Ich darf da episch rüberhüpfen. Jetzt kommt da Ja, wieder aber Werner von Kreu. da mit seinen Ninjas. Da kommt noch Ninja. Erst später. Erst wenn ich diesen Sprung gemacht habe. Die Ja, spannt meine schon ich wieder doch. vor. Ja, das meine ich doch. Da kommt noch Ninja. Ich habe ja nicht gesagt, jetzt kommt Ninja, sondern ich habe gesagt, da kommt noch Ninja. Da sieht man. Boah, wie die alle bekleidet sind. Ich meine, die sehen aus wie aus Tomb Raider 2. Dieser Und Sprung Bonk. kann auch daneben gehen. Ja, den habe ich noch. Ich kann da nicht hingehen. Aber ich vermisse andere Gegner. Lass uns mal da rein. Ich weiß, was da drin ist. Von welchem Lied auch immer. Was ist Will sie hier? nicht. Ein Schalter. Oh mein Gott, ein Moment mal. Scheiter. Moment mal. Lara, wie wär's, wenn du ihn betätigst? Lara? Oder Schlüsselloch. Kann auch sein. Ach nee, Schlüssellöcher sind ja in Top Rider 4 total aus. Richtig. Betätige! Oh, dann lass es halt eben sein. Pass auf, der Schalter ist giftig. Doch, ich laufe jetzt zurück. Versuch's doch nochmal. Ich habe jetzt 6000 Mal auf die Aktionstaste gedrückt. Vor allem ist das auch nicht der richtige Weg, deswegen wird es wahrscheinlich auch gar nicht gehen. Erst 10 Mal. Als wenn sie hier neben mir sitzen würde, gezählt hätte. Mein Geist ist bei dir. Dein Geist oder deine Stimme? Okay, lass mir das Spielchen. Sie kann jeden Auftritt einfach so bam kaputt. Ich weiß nicht. Ich bin doch bekannt für meine Einwürfe. Ich weiß.
Wasser mit Geschmack und Eiskissen. Ist ja gut, ich bin doch schon im nächsten Level. Ist mich einfach nur hetzt, meine Eier. Unglaublich. Ja, und das nächste Level, das zeigen wir euch im nächsten Video, danach, den ich gespeichert habe. Das heißt, der heilige See. Mein Lieblingslevel. Ja, mein zweites Lieblingslevel. So. Okay. Heiligen See so. Okay. Und die gibt's in Wirklichkeit. Müsst ihr mal bei Wikipedia gucken. Oder besser nicht. Du spoilert hier. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Der Todesstrafe, sonst kommt Lara höchstpersönlich und knallt uns ab. Genau. Okay. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.